Heute schauen wir uns das Retracken K582 Tastatur an von der Marke Retracken, wie man es schon hört. Und zwar hat die mir dieses Keyboard hier zugesendet und ich habe es mir die Aufgabe gemacht, mal zu bewerten. Natürlich kann ich auch was Negatives dazu sagen, denn nur weil sie es mir zusenden, heißt es nicht, dass ich nur die guten Sachen sage. Und es gibt auch ein paar nicht so perfekte Sachen, aber generell macht dieses Keyboard viel gut, weswegen wir es uns auch heute anschauen. Los geht es mit dem Zubehör, welches du bei dieser Tastatur mitgeliefert bekommst. Und zwar kriegst du ja ein bisschen mehr, als ich sogar erwartet habe, denn, um es erstmal vorzusagen, diese Tastatur ist zurzeit zwischen 50 und 60 Euro in den normalen Shops zu finden, heißt, sie ist auf jeden Fall im guten unteren Bereich von Gaming-Tastaturen. Dafür, dass sie nämlich auch meranisch ist und gut benutzbar ist. Und was du hier mitkriegst, ist erstmal hier ein rotes und ein sowas. Sieht vielleicht erstmal ein bisschen komisch aus. Allerdings, wenn du das hier reinsteckst, kannst du die Tastatur, also das obere hier abnehmen und das untere kannst du sogar auswechseln. Die oberen gibt es keinen Ersatz, ergibt auch Sinn, weil dann müsste man die ganzen Tastaturen mitnehmen. Aber mit diesen beiden Tools hier kannst du sie perfekt abnehmen und es ist ein großer Pluspunkt, denn es gibt auch tatsächlich Tastaturen, die mechanisch sind und sowas nicht mitbringen, was für dich heißt, du musst irgendwie versuchen, das Ganze aufzubekommen, aber in diesem Fall hier nicht. Und es gibt sogar noch was Cooles hier dabei, und zwar diese kleinen Switches, die du unten benutzt, damit das schöne Klickgeräusch zustande kommt. Wie du ja schon hörst, ein bisschen Klickgeräusch, aber wenn ich gleich noch drauf drücke, hört man es noch mehr. Also du kriegst hier 4 Ersatz, falls 4 Stück kaputt gehen. Macht auf jeden Fall Sinn und freut mich, dass es einfach die Möglichkeit gibt, denn wie gesagt, in diesem Preisbereich kann man das nicht immer erwarten und du kriegst einfach die Option, was mir gefällt. Dann kriegst du ja noch ein Handbuch. Würde ich jetzt, ist okay, das Handbuch, ist auf Englisch und unterschiedlichen Sprachen gemacht. Du kriegst ein paar kleine Kombinationen, wie du zum Beispiel hier das Hintergrund machst. Nützlich, braucht man nicht unbedingt, aber ist cool, wenn es dabei ist. Des Weiteren gab es auch noch Sticker, die habe ich aber leider verloren. Ich wollte es auch gerne zeigen. Und das Highlight natürlich, die Tastatur, welche du mitkriegst, welche du komplett mit RGB versehen kannst. Was eigentlich das coolste Feature schon hier ist. Und zwar, diese Tastatur schauen wir uns jetzt erstmal genauer an. Zu der Tastatur selber. Ich persönlich bin ein großer Fan von RGB. Ich finde, Leuchten ist eigentlich ganz cool. Man kann es natürlich auch übertreiben. Aber ich finde, in diesem Fall ist es recht dezent und gut gelungen. Also in dem Fall dezent, dass nur die Tastaturen leuchtet sind. Für manche ist es natürlich zu viel. Ich finde es auf jeden Fall cool. Und es ist eine meranische Tastatur, was hier für euch wahrscheinlich alle wichtig ist. Sie muss sich auch anhören. Und wir schauen uns auch noch gleich an, wie gut sie klickt. Also wie gut sie reagiert. Aber erstmal der Ton. Es ist der klassische meranische Ton und ich denke, vielen von euch wird er auch gefallen, vor allem wenn ihr im Gaming-Bereich unterwegs seid. Ich würde diese Tastatur nicht empfehlen, wenn ihr primär schreibt oder so, aber für kreative Arbeiten könnt ihr es mir gut vorstellen und vor allem wenn ihr Spiele spielt, wie zum Beispiel Minecraft oder so, dann macht es wirklich Spaß mit dieser Tastatur. Zu den Möglichkeiten, die du mit dieser Tastatur hast, gehen wir jetzt auch noch ein, denn es gibt eine Software, welche von Retracken zur Verfügung gestellt wird. Du kannst die Tastatur auch einfach über Tastenkombinationen hier steuern. Da gibt es spezielle Tastenkombinationen, die sind in diesem kleinen Büchlein hier drin. Aber es geht auch noch leichter. Du holst einfach die Software und stellst hier deinen Regenbogenfarben ein, wie du es willst. Hier habe ich jetzt allerdings einen kleinen Kritikpunkt oder sogar 2 Kritikpunkte. Erstmal ein guter Pluspunkt, die Software runterzuladen. Ganz easy, du gehst auf die Seite, findest die ganzen Tastaturen, findet man sich gut zurecht und du hast die Software. Wenn du sie jetzt allerdings öffnest, ist sie im ersten Moment da unten versteckt und du musst Rechtsklick drauf machen und auf Open drücken. Heißt, sie wird nicht komplett gezeigt, was für manche verwirrend sein könnte. Kleiner Fehler, den sie hoffentlich noch beheben. Oder es liegt natürlich gerade einfach, dass ich es nicht gut gemacht habe. Und du kannst die Tastaturen nicht einzeln nach deinem RGB-Verhalten anpassen. Heißt, eigentlich hatte ich die schöne Vorstellung, ich lasse hier das Logo von meinem Technikkanal Leon Technik einfach schön schreiben. War eine gute Idee von mir, aber es geht leider nicht, denn du bist auf die unterschiedlichen Muster angewiesen. Vielleicht muss man da ein bisschen mehr in der Software machen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es gut integrieren könnten und es gibt es leider nicht dafür. Es gibt eine große Auswahl an Mustern, die du machen kannst. Ich habe jetzt das erste, Go with the Stream, ist ein schönes Hin und Her. Dann kannst du hier, ich glaube, ich habe jetzt genau das eine gemacht, wo es aus ist. Aber hier, da geht es von weg. Und was auch cool ist, was dir vielleicht gefallen wird, du kannst die Geschwindigkeit
und die Helligkeit anpassen. Heißt, wenn du es ein bisschen dunkler haben willst, weil es in der Nacht ist, oder wenn du es ein bisschen langsamer willst, weil dir ein bisschen zu viel Blink-Blink ist, kannst du das ganz easy einstellen. Generell allerdings die Helligkeit, würde ich sagen, ist gut in der Nacht, da macht es richtig Spaß. Wenn es allerdings ein sehr heller Raum ist, sieht man dieses RGB nicht mehr so arg und es scheint nicht mehr so hervor. Das heißt, in einer recht dunklen Umgebung ist diese Tastatur aber wieder sehr gut gelungen. Eine weitere Sache, die dir diese Software noch bietet, ist, dass du Makros anlegen kannst. Das ist allerdings recht easy. Du tust einfach Tastenkombinationen vergeben und dann wird ein Makro ausgeführt. Das kannst du auch mit einer anderen Software machen. Von dem her ist es nicht wirklich ein Feature, wo man erwähnen muss, denn es gibt keine speziellen Makrotasten. Oder auf jeden Fall habe ich keine gesehen, aber ich würde es mal behaupten, da sind keine dabei. Zu der Tastatur, du kannst sie auch noch ein bisschen höher stellen, falls dir das angenehmer ist. Ich persönlich mag sie sogar höher. Und wir schauen uns doch noch an, wie gut du sie klicken kannst. Ich gebe jetzt einfach mal irgendwas ein und ihr könnt ja sehen, ich gebe es hier ein, wie schnell es dort erscheint. Denn für eine Gaming-Tastatur muss es natürlich auch schnell erscheinen. Und ob du das jetzt siehst in einem Word-Dokument oder in einem Game, ist egal, die Reaktionszeit wird sich dann auch nicht mehr verändern. Aber in einem Word ist natürlich nicht so wichtig wie bei einem Game, dort ist es dann wiederum wichtig. Und es geht eigentlich gut, wie du siehst. Ich gebe noch einfach mal mehr ein. Hallo, wie geht es dir so? Falls du dich jetzt wunderst, wieso hier Schreibfehler drin sind, liegt an mir, nicht an der Tastatur. Die Tastatur generell ist recht gut zu schreiben. Du wirst nicht eher das Falsche treffen, weil du musst sie bis nach ganz unten drücken, damit es funktioniert. Und somit eigentlich gut. Zum Schluss zeige ich dir jetzt noch, wie du diesen kleinen roten Ding hier benutzen kannst, um was abzumachen. Und ehrlich gesagt, ich habe nicht oft das Vergnügen, das zu machen, weshalb ich das auf jeden Fall gern mal machen muss wollen. So, du gehst einfach hier rein und ziehst es ab. Ein bisschen muss man ziehen, aber es geht recht easy. Und bei diesem weiteren hier müsst du nochmal reingehen und es auch abziehen. Das muss ich dir jetzt nicht zeigen, das geht dann aber auch recht einfach. Und du kannst es dann mit diesen hier austauschen. Das Gute ist, du musst, bist nicht auf diese hier angewiesen. Du kannst auch deine eigenen Switches benutzen. Von dem her kriegst du hier ein bisschen Möglichkeit, was ich auf jeden Fall cool finde. Somit ist mein Fazit, für 50 Euro kriegst du eigentlich recht viel. Sie könnten ein bisschen an der Software arbeiten, mit mal ein paar kleine coole Features damit dazu kriegt. Trotz all dem, ein mechanisches Keyboard ist auf jeden Fall eine coole Sache. Auch das RGB ist gut gelungen, auch wenn es ein bisschen heller sein könnte. Und für den Preis würde ich sagen, kannst du es dir auf jeden Fall gönnen, falls du mal eine mechanische Tastatur möchtest.